Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist wieder Podcast-Zeit. Und zwar möchte ich euch zeigen, an was ich jetzt gerade alles gearbeitet habe. Mein Schreibtisch ist vollgepackt. Ein paar Sachen kann ich euch noch nicht zeigen, weil die sind schon fürs Jahreskalenderchen für nächstes Jahr. Aber ein bisschen was geht. Fangen wir mal an. Also, als allererstes habe ich einen wunderschönen flauschigen Kissenbezug gemacht. Der ist komplett ohne Nähen. Also wir müssen nur den Anfangsfaden vernähen und wir müssen die Knöpfe annähen. Aber ansonsten ist er komplett ohne Nähen. Er wird in einem Stück gemacht. Gehen wir Stück für Stück durch. Auf was ihr achten müsst, sage ich euch natürlich dann auch. Ist ganz normal. Ich knöpfe gerade mal schnell zu. So. Da zugeknöpft und da sind jetzt die Knöpfe und wie ihr seht, hier ist keine Naht, ich mache es mal auf, da und auch auf der Seite, zack, mache ich mal breit, keine Naht. Für den habe ich jetzt die Gründel, die Gründel Fani Uni genommen, das ist hier so eine flauschige Teddywolle. Farbe 15 ist das Grün, dann einfach ein Weiß und das hier sind so bunte Streifen vom Himalaya-Garn, da hatte ich noch was übrig. So, das Ganze ist für die Nadelstärke 5 bis 6 und ich glaube die 5er hatte ich genommen, genau. Moment, sage ich euch gleich ganz genau. Nein, die 6er habe ich genommen. Ich habe nämlich hier schon den nächsten dran mit dem Himalaya-Garn. Das ist auch wieder ohne zu nähen, wie ihr seht, in einem wunderbaren gestreiften Optik. Obwohl ich schon überlege, nicht die Seite nach außen zu machen, die gefällt mir ehrlich gesagt wirklich ein bisschen besser. Ne, es ist überblendet gerade ein bisschen, da könnt ihr nicht so richtig gucken. Ja. Ja, wenn das hier alles noch ein bisschen komisch wirkt, ich habe jetzt brandneu neues Stativ. Und an das muss ich mich erstmal gewöhnen, weil jetzt der Winkel ganz anders ist. Und so, ich glaube, ja, jetzt wird es besser. Also, dann habe ich gemacht. Moment, muss ich kurz anziehen, dass ich es euch schön zeigen kann. Wunderschöne gehäkelte Pulswärme. Also schon mal so langsam für den Winter fange ich hier an und bereite vor. Die sind doch super für den Anfänger geeignet, weil die werden in Reihen gemacht und nicht in Runden. Und da ist das natürlich auch für den Anfänger richtig toll. Und ganz süß finde ich diese kleinen Nobbys. Die Nobbys, die sind absolut niedlich. Und gemacht habe ich die mit dem Aliseburgum Batik. Das sind 100 Gramm auf 200 Meter. Die Farbe 4340. Das ist so eine wunderschöne herbstliche Farbe. Und die gleiche verwende ich jetzt auch für das Herbsttuch. Ich wollte eigentlich den einen Bobbel nehmen, den ich euch im letzten Podcast gezeigt habe. Aber das Hell, da sieht man das Muster nicht. Und bei dem hier, guckt euch mal diesen wunderbaren Farbverlauf an, der ist doch wohl traumhaft schön. Da. Einfach nur wunderschön. Also, das mag ich jetzt auch schon mal sehr, sehr dolle. So, aber natürlich, das Böbbelchen hat eine Verwendung bekommen. Das lassen wir jetzt nicht ohne Verwendung liegen, dafür wäre es mir jetzt auch viel zu schade. Und zwar kommt das in einem Halbmondtuch, da, so richtig schön. Ist natürlich noch nicht fertig, also ein Stückchen muss ich noch, aber das kommt natürlich in dem Tuch richtig toll. Ich hoffe, ihr habt den Glitzer so ein bisschen gesehen und das Muster.
Das hier oben, das böllt sich nicht. Das ist nur jetzt, weil ich es hier noch auf der Nadel habe und noch am Stricken bin. Und da zieht es sich natürlich in die falsche Richtung. Also hier oben fangen wir an. Also den Einkissenbezug, den hier, der ist komplett fertig. Die Anleitung ist auch schon geschnitten. Da braucht man nur noch ein Foto, dann kommt der kleine Schatz auch zu euch. Und der macht wirklich Spaß. Und vor allen Dingen ist der schnell gemacht. Und das Sofa wirkt damit gleich um einiges gemütlicher. Obwohl er bei mir nicht auf dem Sofa landen wird, hundertprozentig nicht, weil der ist so schön weich und kuschelig. Der wird in einem Bettchen landen. Und deswegen habe ich dann fürs Sofa gleich noch einen gemacht. Weil wenn mir der eine gemopst wird, ich will es ja auch ein bisschen kuschelig im Wohnzimmer haben. Ja, heute sind die Lichtverhältnisse eine absolute Katastrophe. Und mit der neuen Cam, da muss ich, also mit dem neuen Stativ, da muss ich auch erstmal schauen. Und bitte wundert euch nicht, wenn das hier heute alles ein wenig ulkig ist. Aber ich finde es schön, dass es da ist. Das macht Spaß. Ah ja, es belichtet ein bisschen über. Moment, ich mach mal das andere Licht an. Und das strickt sich auch. Das strickt sich so schön schnell. Das ist richtig herrlich. Das macht wirklich Spaß. Mit dem hier bin ich noch nicht weitergekommen. Da überlege ich immer noch, ob ich es so mache oder nicht. Oder ob ich dann mit dem nicht die Technik von dem Kissen hier mache. Moment, ich hole ich mal runter. Ja, durch den anderen Winkel muss ich jetzt auch mit dem Licht noch rumprobieren, weil dann braucht man auch andere Einstellungen, was das Licht angeht. So, wir hatten ja den hier uns schon mal angeguckt. Der ist ja wirklich wunderschön. Aber ich überlege, ob ich nicht die Technik mit dem Anschlag mache. Ich glaube, das lässt sich schöner machen. Weil hier haben wir dann gleich geschlossene Runden. Und hier, das müssten wir ja erst noch zur Runde schließen. Und ich denke mir, da... Also hier werden viele, viele, viele Probleme bekommen, was sie hier bei dem nicht bekommen. Und da überlege ich gerade schon noch, weil die Technik hier ist nicht verkehrt. Die macht auch echt Spaß, die ist auch ganz, ganz toll. So, hier zeige ich euch die Pulswärmerchen nochmal. Ja, eben, das war alles ein bisschen komisch mit dem Licht und das alles. Deswegen zeige ich euch das nochmal. Da. Und natürlich auch die Seite. Na, die sind jetzt noch frisch von der Nadel, deswegen sind die noch ein bisschen eng. Aber bis zum Winter habe ich sie eingetragen. Und dann sind die auch wunderschön. Ja, und die werden halt jetzt in Reihen gemacht, nicht in Runden. Hier werden sie dann geschlossen. Hier ist mir die Naht ein wenig schöner gelungen, aber auf der Innenseite sieht es auch keiner. Aber so sind sie auch wirklich wunderbar anfängertauglich. Gleich ganz runde machen wir auch noch. Da haben wir dann die Naht hier in der Innenseite nicht. Aber ich wollte halt auch welche haben, dass wir wirklich auch mal anfängertauglicher haben, dass die gleich wunderbar fertig sind. So, hier zeige ich euch nochmal das Halbmondtuch, jetzt in einem besseren Licht. Da. Es entwickelt sich auch ganz, ganz toll. Das werden jetzt, das hier ist der breiteste Streifen und jetzt wird das von Reihe zu Reihe, werden jetzt diese Streifen schmaler. Und es glitzert und funkelt. Da schaut mal, wie schön der ist. Und der ist auch wirklich anfängertauglich, weil wir brauchen nur rechte Maschen, Umstieg und linke Maschen. Mehr brauchen wir nicht und ein bisschen Geduld. Und wer mag noch einen schönen Bobbel? So, dann haben wir hier nochmal das Herbsttuch, dass ihr nochmal schauen könnt. Hier, wunderschöner Farbverlauf. Die Spitze, die hängt sich dann aus nach der ersten Wäsche. Die rollt sich jetzt so ein bisschen, weil wir hier relativ schnell hochgehen. Aber nach der ersten Wäsche sieht sie dann so aus. Oder ihr lasst sie einfach mal das Tuch dann 2-3 Tage hängen. Da hängt es sich dann auch aus.
Und dann haben wir das Gerollte auch nicht mehr. So sieht das jetzt aus. Also ich liebe die Farben. Und wie ihr seht, hier ist das Motiv. Und wenn man das Ganze dreht, das ist nämlich ein bisschen wie Schattenstrick, so sieht man relativ wenig. Aber wenn man das Ganze ein bisschen dreht, sieht man es mehr. Das ist im Prinzip ein Schattenstrick ohne Schattenstrick, weil wir machen nämlich einen Motivstrick. Das ist das Pixelstricken und das macht auch einfach nur Fetz. Geht ein bisschen leichter als das Schattenstricken, weil wir müssen nicht ständig die Farbe wechseln. Wir können bei einer Farbe bleiben, arbeiten uns so durch und das macht sich natürlich um einiges schöner. So, das ist jetzt hier auch eigentlich erstmal nur ein ganz kurzer, knapper Schuss, sage ich jetzt mal, um auch mal das neue Stativ zu testen, um zu testen, wie der Winkel so passt, wenn ich hier auf dem Tisch was mache, ob die Cam sehr dolle mitwackelt und ob man das im Video sieht. Deswegen war ganz gut, dass es gerade ein bisschen gewackelt hat. So, ihr seid auf dem neuesten Stand, was hier gerade so läuft. Und habt da einen kurzen Einblick. Und ich schaue mal, ja, wie die Aufnahmen so sind. Also dann, meine Lieben, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, bis dahin.